Moin, wir sind hier bei Studieren unter Segeln auf der Tor Heyerdahl und wir zeigen euch heute das Schiff. Angefangen auf dem Schonermast, auf dem wir sitzen, in 16 Meter Höhe. Von diesen Masten gibt es noch zwei weitere. Und hier klettert man hoch, wenn man Arbeiten an den Segeln durchführt, wie zum Beispiel die Segel setzen oder wenn der Mast kontrolliert werden muss und instand gehalten werden muss, zum Beispiel wenn das Schiff in der Werft ist. Dazu gibt es vorher eine Einweisung und jeder bekommt ein Klettergurt und dann darf sie auch schon losgehen. Wir gehen weiter zu einem sehr wichtigen Teil des Schiffs, das ist das Achterdeck. Das befindet sich ganz hinten. Und da sehe ich auch schon Jens. Hallo Jens! Hallo! Na, darf ich dir eine Frage stellen, ja, die ich immer hier gerade sehe? Kannst du uns vielleicht ein paar allgemeine Fakten zur Tor Heyerdahl mal so nennen? Ja, die Tor ist ein ehemaliges Frachtschiff, was man umgebaut hat vor vielen Jahren zu einem Segler. Und wir fahren damit weltweite Fahrt. Und wie du siehst, sind wir hier ganz gut unterwegs. Ja, schön. Wir sind jetzt gerade auf dem Achterdeck und hier gibt es ja verschiedene Positionen, die wir auch alle schon ausprobieren durften. Willst du uns die vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen? Ja, die wichtigste Position ist schon hinter mir, das ist der Rudergänger. Der ist dafür verantwortlich, dass wir den Kurs halten, der ihm vorgegeben wurde. Dann haben wir hier auf jeder Seite noch einen Ausguck, weil ich von hier aus auch gar nicht links und rechts vom Schiff, also Steuerbord und Backbord seitlich, was sehen kann. Ich bin da sehr auf die Position angewiesen. Ja, und dann ist hier noch die ganze Rest der Crew versammelt, die das Schiff fahren und steuern und handeln muss. Und das braucht auch richtig Personal. Ja, cool. Vielen Dank für den Überblick vom Achterdeck. Immer gerne. Jetzt gehen wir vom Achterdeck weiter in den Maschinenraum. Ich habe davon ehrlicherweise gar keine Ahnung, aber Helmut hat davon Ahnung und zu dem gehen wir jetzt. Hallo Helmut. Hallo. Magst du uns erzählen, was du hier machst? Ja, ich fahre hier auf dem Schiff als Maschinist und bediene die ganze Technik, die an Bord ist. Wir sind ja hier autonom, das heißt also, wir müssen uns selber ver- und entsorgen. Mit Strom, mit Wasser, mit Wärme, also alles, was so im täglichen Leben auch an Land gebraucht wird. Und dafür brauchst du auch die Maschine? Da brauchen wir auch die Maschine für. Wir sind zwar ein Segelschiff, aber wir brauchen immer eine Hilfsmaschine. Wenn wir Manöver fahren oder im Hafen anlegen wollen, dann wird es manchmal eng, dann kommen wir mit Segeln nicht weit. Ja, cool. Dann will ich dich auch gar nicht weiter stören und geh wieder hoch. Ah, ja. Unsere nächste Station ist besonders wichtig für unser Wohlbefinden. Wir gehen in die Kombüse. Hier in der Kombüse bereiten wir alle wichtigen Mahlzeiten zu. Dazu werden wir in sogenannte Backschaften eingeteilt. Die Vormittagsbackschaft kümmert sich um das Frühstück und das Mittagessen und die Nachmittagsbackschaft um Kaffee, Kuchen oder Kekse und das Abendessen. Danach spülen wir alle noch gemeinsam ab. Und hier haben wir jetzt unsere Proviantmeisterin Rahel. Rahel, erzähl uns doch mal, was es heute zum Frühstück gibt. Also es gibt natürlich wie immer Müsli, Brot, Marmelade, Obst. Aber heute gibt es was ganz Besonderes. Heute gibt es nämlich Rührei. Und das ist eine Ausnahme, weil eigentlich gibt es das immer nur donnerstags am Seemannssonntags oder sonntags. Aber da heute Dienstag ist, machen wir einfach mal eine Ausnahme. Toll, da haben wir jetzt alle richtig Hunger auf Rührei bekommen und deswegen gehen wir jetzt frühstücken. Die Kombüse befindet sich im Deckshaus, wo sich auch unsere sanitären Anlagen, also unsere Duschen und unsere Toiletten befinden. Die teilen wir uns mit der gesamten Besatzung vom Schiff und wir können hier mal reingucken. Das Duschen macht besonders bei Seegang richtig viel Spaß. Deswegen sind hier auch so Haltegriffe angebracht. Und wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir unter Deck. Unter Deck befinden sich unsere Kammern und Bekojen, in denen wir schlafen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In unseren Kammern hat jeder eine eigene Koje und einen eigenen kleinen Kleiderschrank. Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir in die Messe. In der Messe essen wir, wenn draußen schlechtes Wetter ist und wir machen hier unten ganz wichtig unsere Projektarbeit. Außerdem hat hier jeder seine eigene Tasse und ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Ihr wart jetzt bereits im hinteren Teil des Unterdecks. Ich gehe mit euch nochmal in den vorderen Teil. Das ist die sogenannte Last. Hier finden wir zum einen unsere Kühlräume, in denen wir Lebensmittel lagern. Wir haben eine Werkbank für kleinere Reparaturen oder rechts auch die Aufhängung für unsere Gurte, falls wir mal ins Rick klettern müssen. Hier befindet sich auch unser Generatorenraum zur Stromerzeugung
Und wenn wir weiter durchgehen, dann kommen wir in die sogenannte Trockenlast. Hier bewahren wir die restlichen Lebensmittel auf, die nicht gekühlt werden müssen. Und genau, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick erhalten, was es hier unter Deck so alles gibt. Dann gehen wir jetzt mal aufs Vorschiff, nämlich auf das Vordeck. Da kommen wir hier vorbei an unseren Rettungsbooten. Die sind besonders wichtig, wenn wir eine Person über Bord haben. Außerdem auf dem Vordeck befindet sich eine Rettungsinsel. Das heißt, im Ernstfall schmeißen wir die raus und dort finden wir dann alles Lebensnotwendige, um uns über Wasser zu halten. Wenn wir jetzt hier weiter aufs Vordeck gehen, dann sehen wir hier auch unseren Anker und den Klüverbaum, an dem die ganzen Vorsegel hängen. Und von hier hat man auch einen wunderschönen Blick auf alle drei Masten und den Rest des Schiffs. Unsere letzte Station ist jetzt hier das Deckshaus. Das wird auch gerne zum Chillen genutzt oder für eine kleine Pause. Wir machen auch gerne die Wachen ihre Wachbesprechung, weil man von hier wunderbar Sonnenauf- und Untergänge beobachten und die Natur genießen kann. Ja, und damit war es das auch von uns und von der Tor. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr auch mal mit der Tor segeln wollt, dann bewerbt euch doch einfach für den nächsten Turn von Studieren unter Segeln. Kann ich sehr empfehlen.